Das sind die Walliser Nachrichten auf Tele Oberwallis vom 2. Februar. Unter anderem zu diesem Thema: Erweiterungsbau im Altersheim Zermattigwied, keine Verletzte beim Brand zu Lesodaire und der Raphael Wickli unterschreibt einen Vertrag zu Los Angeles. Zermatt hat nun den Erweiterungsbau vom Alters- und Pflegeheim St. Mauritius eingeweiht. Seit Mitte Dezember bietet das Heim zusätzlich 24 Bett und hat so sein Angebot auf 69 Plätze erhöht. Damit entspannt sich das Bettproblem in der Region. Nach der Einweihungsmesse hat es Ansprachen vom Staatsrat Thomas Burgener, vom Gemeindepräsidenten von Zermatt Christoph Bürgen und vom Heimleiter Leander Julen gegeben. Die Musikgesellschaft Matterhoro hat die vier musikalisch umrahmt. Beim Schallebrand in Lesodaire am Freitag am Abend hat es keine Verletzte gegeben. Der Sachschaden ist allerdings hoch. Laut der Kantonspolizei ist der Brand im ersten Stock von einem Holzhaus ausgebrochen. Die Brandursache ist zurzeit noch nicht bekannt. Heute zu Wochenende ist wieder Fasnacht im Oberwallis. Das Raro ist am Freitag der erste Teil von der 25 Jahre Mesireccas Party über die Bühne gegangen. Die Stimmung war gut gewesen. Nicht zuletzt, weil man mit der Stefanie Heinzmann ihn als Superstar verpflichten konnte. Am Samstag ist in Simplodorf das traditionelle Polenta-Fest über die Bühne gegangen. Neben dem feinen Essen hat natürlich auch die musikalische Unterhaltung nicht fehlen. Und damit zum Sport. Und da geht zum Fußball. Raphael Wicki hat mit den Los Angeles Chivas einen Vertrag unterschrieben. Der Steiger spielt damit in der nächsten Saison in der amerikanischen Major Soccer League. Der Raphael Wicki bleibt jetzt mit seinem neuen Club Los Angeles Chivas und macht das Aufbautraining. Die amerikanische Fußballsaison startet Ende März. Zum Eishockey. Der EHC Fisch hat am Freitagabend überraschend das Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten Neuburg Young Sprinters mit 3:2 nach Penaltyschiessen verloren. Auch der HC Siders Anivier hat mit einer stark dezimierten Truppe verloren. Sie sind zum Tabellendritten HC La Chaux-de-Fonds von klar mit 2:9 unterlegen und sind in der Tabelle jetzt auf Platz 10. Der EHC Fisch ist trotz der Niederlage weiter auf dem 4. Platz. Das Wetter hat Fasnächtler heute nicht wirklich im Stich gelassen. Nass war es heute Vormittag. Im Ronental hat es geregnet, oben dir hat es geschneit. Aber der hat es immer mehr aufgetan, wie wir hier auf der Wetterkamera von Birchen sehen. Und so soll es euch weitergehen. Morgen ist es ziemlich sonnig, auch wenn es die eine oder andere Wolke gibt, es bleibt trocken. Der Petrus zeigt sich also als echter Fasnächtler. Die Temperaturen sind morgen der Tag durch überall über 0 Grad. Das Zermatt und Saastal gibt es die 1, im Lecho und das Leikerbad 3 Grad, im Ronental die 7 Grad. Am Montag verschwindet die Sonne wieder mehr hinter einer Wolke, bevor das am Dienstag hübscher kommt. Das Wallis gesehen, jeden Tag neu, mit den Walliser Nachrichten. Schön, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid.